Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum zweiten Teil Unravel hier in dem Level unten im Loch. So, ja, hier ist überall Giftmüll und wir müssen versuchen hier uns irgendwie durchzukämpfen. Ja, ich muss mal schauen, ob der Ast hier doch hält, damit wir hier oben an das Geheimnis kommen. Ja, das wackelt bedrohlich, aber... So, wir müssen mal gucken, ob wir uns hier so... Ah, ich glaube nicht, dass das klappt, oder? Warte mal, ob wir mal noch ein bisschen... Uah! Autsch, autsch, autsch. Also ich weiß nicht. Vielleicht kommen wir da doch noch anders dran. Da oben. Aha. Jetzt bin ich da reingefallen. Aber da oben kommen wir dran. So, da rutscht nämlich jetzt das Holzstück runter. Aber das brauchen wir eigentlich gar nicht. Doch, das brauchen wir. Ich war jetzt ein bisschen übermütig und habe gedacht... Oh Mann. Da habe ich gedacht, da komme ich einfach so dran. Aber wir warten doch mal lieber. Boah, in die Brühe, da will doch keiner rein, oder? Auch unser kleiner Freund hier nicht. Ah, Moment. Ah. Aha, wir können nämlich das mitnehmen. Also kommen wir dort doch noch an unser Geheimnis. So. Perfekt. Dann haben wir das Rätsel auch gelöst. Wir können hier wieder schön schwimmen gehen. Na, geh. So. Ah, wir müssen das mitnehmen anscheinend, oder? Ah, ne, wir kommen da auch so lang. Hm. Jetzt verknote ich mich hier auch noch. So. Guckt euch mal den ganzen Wald im Hintergrund an. Alles abgeholzt, keine Blätter mehr. Oh, oh. Boah. Okay, hier gibt es kein Geheimnis. Vielleicht hätten sie... Aber ich glaube, wir rutschen gleich noch weiter, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das sich gleich alles löst. Na gut. Wow! Immer schön vorsichtig hier runtergehen. Schön glatt hier auf den Steinen. Wow, noch mehr Giftmüll. So, Tja, wie kommen wir jetzt darüber? Vielleicht müssen wir... Wow! Wow! Du meine Güte. Okay, nochmal. Boah. So geht's auch. Ist eine ganz schön tiefe Pfütze. Boah. Oh, das ging ganz schön auf die Knie. Mann, Mann, Mann. Haben wir Glück gehabt? Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier noch was anderes gibt.
Okay, wir kommen hier aber nicht hoch, ne, oder? Ne, wir müssen uns erstmal hier was holen. Ah, okay. Okay, jetzt haben wir schon mal Strom. Ah, guck mal hier. Zack, Stecker rein. So, da gibt's nichts mehr. Also müssen wir hier hoch. Okay. Also wir haben uns jetzt Licht gemacht hier. Wow. Okay, da unten kommen wir nicht mehr lang. Das Kabel ist kaputt. Okay. Tja. Das ist jetzt natürlich so eine Sache. So. Guck mal, beim zweiten Mal zieht er das viel höher. Ah, Mist. Nee. Aber wir haben auch fast kein Garn mehr. Also wir sind, glaube ich, hier irgendwie einen falschen Weg gegangen. Ich habe das Gefühl, wir müssen erstmal den Strom nochmal ausschalten. So, Stecker raus. Um die Kiste hier mitzunehmen. Genau, dass die hier liegen bleibt. Aha, und jetzt Strom wieder an. Zack. Hui. Hui. Oh. Naja. Ist zwar nicht perfekt, aber... Oh. So. Nein, 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 nein. Nein. Okay, ich hab's geahnt. Okay, machen wir das nochmal. Also erstmal den Stromstecker rein, um überhaupt da dran zu kommen. Obwohl, nee, wir brauchen nur das lösen. Den Stromstecker brauchen wir ja jetzt gar nicht. Wir können das hier direkt rüberschieben jetzt. Ja. So, einmal hier drauf. Weil wir kommen ja jetzt hier dran. Um hier hochzukommen. So, und jetzt den Stecker rein. So, jetzt warten wir, bis der das nach ganz oben zieht. So, jetzt nicht. Jetzt. Boah. Wir haben es geschafft. Nächster Abschnitt. Boah, guckt euch das mal an, dieses Öl. Oder was da drin ist in dem Fass. Ja, jetzt geht es nicht mehr. Es ist kaputt. Aber das ist dann mal rausgelaufen. Ekelhaft. Sowas.
So, weiter geht's. Ein Geheimnis. Hier ist ein Mitarbeiter der Deponie. Und hier ist ein Helm. Dann nehmen wir das Geheimnis, haben wir auch. Ich glaube, jetzt haben wir 3 Geheimnisse von 5. Meine ich zumindest. Ah, wir müssen den Helm bestimmt jetzt gleich mitnehmen. Da haben wir doch. Oder? Meint ihr, müssen wir den Helm oder hier dieses Rad da mitnehmen? Ja, wahrscheinlich eher den Helm, oder? Ja, vermute ich mal. Ne, warte. Das muss nochmal da dran. Ja, guck mal, hat doch perfekt geklappt. So, und jetzt? Ist da oben was? Nee, ne? Ja. Ah, ein Bagger. Oh, oh, hoffentlich fährt er jetzt nicht los. Ein riesen Bagger. Da oben müssen wir auf jeden Fall hin. Gucken wir, ob hier noch irgendwas ist. Ob vielleicht ist hier irgendwo ein Geheimnis. Nee. Also müssen wir uns hier so eine kleine Garnbrücke bauen zum Springen. Und gucken, wo wir da hin müssen. Müssen wir da rüber? Nee, ne? Wahrscheinlich dann nach links springen. Hä? Habt ihr da irgendwas gesehen? Nee. Oder können wir, warte mal, können wir hier... Also irgendetwas übersehen wir doch hier. Jetzt haben wir kein Seil mehr. Also da oben kommen wir auf jeden Fall nicht dran. So. Noch höher können wir gar nicht springen. Upsa. Wir können aber auch hier die Sachen nicht greifen. Ah, wartet mal. Aha, da muss man erstmal drauf kommen. So eine Riesenkiste kann der Jani auch stemmen. Das ist für ihn gar kein Problem. Jetzt können wir nämlich da hoch. Sehr gut. Warte mal, wir machen uns mal hier fest. Nee, okay. Ich dachte, wir könnten vielleicht in die Schaufel springen. Aber ich glaube, das wird bestimmt gleich noch lustig, kann ich mir vorstellen. Wenn Jani hier schon auf so einem Bagger rumläuft, dann kann das ja nur mit Blödsinn zu tun haben. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Nee. Da waren wir schon. Kein verstecktes Geheimnis. Aber wirklich jedes Mal, kann man es nur betonen, mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht, das Spiel. Wow. Okay, wir müssen uns, glaube ich, hier irgendwie reinschwingen. Wow. So. So, dann fahren wir mal mit dem Bagger. Oder? Würde ich mal sagen, wir müssen uns wahrscheinlich hier festmachen. Oder von hier oben. Moment.
Na komm, Jani. Stell dich nicht so an. Zieh den Hebel. Okay. Dann müssen wir nochmal üben. Da müssen wir nochmal... So. Ah. Erstmal den Sitz verstellt. Klar. Der war ja auch nicht passend eingestellt für unseren lieben Jani. Wow. Jetzt können wir losfahren. Oh, wie cool. Wir haben uns den Weg freigebaggert. Quasi. Oh, warte mal. Das können wir, glaube ich, hier dann auch losmachen, oder? Ah, nee, das war der Speicherpunkt. Den können wir sowieso nicht losmachen. Brauchen wir die Kiste noch, meint ihr? Dass wir die noch brauchen? Sollen wir die einfach mal mitnehmen? Vielleicht können wir mit ihr ja mal in die Schaufel gehen. Schade, hier ist kein Geheimnis. Hätte ich gedacht, das wäre... Wäre ja noch interessant gewesen. So, hoffentlich brauchen wir die Kiste nicht. Ne, hier unten ist nichts, okay. Was ist hier? Alte Schuppen. Ah, guck mal, hier mit Spinden. Und wir haben das Ende erreicht. Eine Spinne als Erinnerungsstück. Wow. Hallo? Weg da. Husch. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Wir haben... Haben wir jetzt doch noch nicht das Ende erreicht? Oh. Jani ist ganz traurig. Die Krähe hat uns die Spinne geklaut. Okay. Das heißt, wir kriegen bestimmt... Also, ich weiß es nicht genau. Hier oben ist jetzt noch ein Level. Und das ist jetzt auch freigeschaltet. Das heißt, wir lassen uns einfach mal überraschen, wo wir jetzt... ja, das... Geheimnis, also die Spinne bekommen, ob wir das dann in dem nächsten Level hier wie viel ist genug bekommen. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns dann im nächsten Part Unravel, euer No-Dash-Bro. Ciao Leute!